Begierig. Begierig ist ein Adjektiv. Jemand, der Gier hat, ist begierig. Begierig zu sein kann sich auf Verschiedenes beziehen. Im Yoga sprechen wir von Sattva, Rajas und Tamas. Rajas ist Unruhe, Rajas ist etwas, was du selbst für dich willst. Tamas ist etwas Zerstörerisches und Dunkles, etwas, was ins Leid und die Krankheit führt. Und Sattva ist das, was ins Licht führt, das Reine. Satt heißt auch Wahrheit. Sattva ist das, was aus der Wahrheit kommt und zur Wahrheit hinkommt. Und so kann man sagen, wenn du begierig bist, dann gibt es Sattvik, Rajasik und Tamasik. Du kannst zum Beispiel begierig sein nach Alkohol, nach Drogen. Du kannst begierig sein, anderen Schaden zuzufügen. Das wäre tamasiges begierig sein. Du kannst aber auch einfach mehr haben wollen. Du kannst die tollste Schokolade haben wollen. Du kannst begierig sein nach dem neuesten Smartphone. Du kannst begierig sein nach einem Auto, begierig sein nach einer größeren Wohnung, begierig sein nach Lob und Anerkennung. Das sind rajasige Formen des Begierigseins. Und es gibt die sattwige Form des Begierigseins. Begierig sein, mehr Yoga zu üben. Begierig sein, mehr über Meditation herauszufinden. Begierig sein, Gott zu erfahren. Begierig sein, die Erleuchtung zu erfahren. Wenn du also merkst, da sind Wünsche und Begierden in dir, überlege, sind sie sattvig, rajasig oder tamasig. Lerne es, tamasige Begierden zu überwinden, rajasige Begierden zu reduzieren und sattvigen Begierden nachzugehen. Und selbst den sattvigen Begierden gehe nach mit Verhaftungslosigkeit und immer wieder loslassen.